Kilobyte geladen. Ich teleportiere dich zurück. Aber mein Automobil. Auto putt. Nimm den anders. Nicht nur putt, sondern einfach komplett weg. Ja, das passiert hier. Am Ende des Spiels steht da sehr viel weniger. Achso, oben auf dem Turm sind übrigens noch ein paar Raketenwerfer. Wollte ich nur gesagt haben. So, Amisha ist noch nicht. Oh, hier kommt Evil Knievel. Und außer uns alten Säcken weiß keiner, wer das ist. Da wird einmal schwindelig vom Zugucken. So, komm, wir fahren mal, während Micha noch verbindet, okay? Ja, mal eine Proberunde drehen, da schadet ja auf die Plätze fertig, los! Also am Anfang schieße ich jetzt mal nicht, weil das wäre jetzt irgendwo Quatsch. Das zweite Tor ist einfach geradeaus, das dritte ist ein bisschen rechts von der Fahrbahn, das nächste dann links. Boah, ist ja fix! Wollen wir mal kurz runter in Kanal 2 gehen, weil dann kann ich meinen Push-Talk einfach ausmachen, dann muss ich nicht die ganze Zeit ranzoomen. Ja. Ja, wollen wir es eben alle machen? Kanal 2? Ja, machen wir doch. Ja. Oh, ich lebe ja noch. Punkt. Er nimmt es einfach nicht. Er hat es in Teamspeak. Ich starte bei Teamspeak kurz an. Du hast wahrscheinlich ja, jetzt ist er weg. Ich wollte gerade sagen, der hat wahrscheinlich in Teamspeak ebenfalls nochmal Push to Talk und nicht nur in Dings in Armor. Coco, hast du vielleicht in Teamspeak und Armor Push to Talk eingestellt? So, jetzt angenehm. Jetzt kann ich auch reden, ohne die Scheiß-Taste zu drücken. Also von den Rennsch-Varianten gefällt mir die gar nicht mal schlecht mit den Toren, das ist witzig gemacht. Becky, ich höre dich nicht. Das ist mein Leben. Achso, scheiße, ich war gemutet. Alter, wer fährt mit dem Motorrad? Das ist Pumpkin. Pumpkin, yes. Du hast gerade meine Reifen zerstört. Du vergisst. Verdient. Tor 9 ist etwas knifflig. Da müsst ihr früh in die richtige Richtung lenken. Mir hört dich, wenn du sprichst. Das ist leid. Jetzt sprichst du aber nicht. Nee. Hey, was? Ich weiß gar nicht, wo die Straße ist. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich hier lang? Aus der Fahrt fast perfekt getroffen. Wir haben eine Rundenzeit. Bums, jetzt ist der Specki tot. Was? Ja, aber das müsste heilen. Einfach warten, das müsste heilen. Was? Ah, da bin ich wieder. So, wen hat jetzt zerlegt? Oje, oje. Irgendeiner hat mich gefangen. Ja. Ach, diese rabiaten kleine Moped-Fahrer da. Ah, noch schlimmer. Der fährt mit dem Rasenmäher. Ich glaube, ich nicht, wo ich hinfahre. Ich bin einfach irgendwo auf dem Boden gesunken. Ich krieg's nicht weg. Frag out, frag out, frag out! Ah, Junge. So, jetzt hört ihr mich aber, oder? Ja. Okay. Jetzt kann ich auch endlich Dinge tun. Kann ich fahren? Warum nicht? Ja, die Go-Karts, oder wo bist du gerade? Die kann man nur fahren, wenn man die Karts freigeschaltet hat. Ne, ich war hier. Ihr habt mich verletzt, ihr Schweine. Das müsste wieder heilen. Alle 20 Sekunden wirst du. Ah, mit dem Fahrrad brauchst du ja gar nicht fahren. Wenn der 60 fährt, dann fängt der einfach an, sich frei auf der Straße zu drehen. Ah, ja, muss ich auch aufpassen. Airport, wie bin ich denn hier hingekommen? Ich hol dich zurück. Hui! Nee, ich kann fahren. Also nee, Fahrrad geht nicht. Da bist du wahrscheinlich gerade durch die Luft geflogen, Pumpkin.
Kommst du wieder zurück, sonst teleportiere ich dich. Nee, ich komme zurück. Ich habe die Tore, um mich zu beschleunigen. Ich meinte Pumpkin, kommst... Ja, du bist aber auch in der Nähe von der Fahrbahn. Du musst gleich, wenn du auf der Fahrbahn bist, rechts. Hab ich dich trotzdem noch erwischt? Ah, ja. Erschlagen hat mich Auto. Ich gehe wieder auf die Gedanken. Hui! Geh schon mal aufs Klo. So, jetzt habe ich das Fahrrad auch aufs Dach gelegt. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe 60 FPS. Ich habe 80. 90. Wow. 55 reicht mir auch. Ja, ich habe auch 60 stabil. So, was spielen wir mal eine Runde oder so? Ich glaube, da muss Rico noch mal einmal vorfahren, damit wir die Strecke auch komplett verstehen. Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier oben mal den die Panzerfaust nehmen. Geben wir mal Gas. Ja. Reifen nach rechts leiten, dann fahrt er an den Umgangsstellen von den Flugzeugen vorbei. Ihr seid da falsch ab. Aua. Die fahren mir aber auch alle hinterher. Ah ja, und jetzt hier rechts rein. Von meinem Moped. Jetzt ist das Moped am Arsch. Wie gesagt, das wird wirklich. Wenn es nicht ganz zerstört ist. Also wenn es brennt, ich glaube, dann kommt es nicht hin. Micha, bist du noch am Spielen? Ich glaube, der war kurz was zu trinken. Ah ja, 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 stimmt. Ich glaube zwar, dass ich ein paar Tore ausgelassen habe, aber ich bin tatsächlich wieder am Ziel. Ich habe keine Ahnung, ich muss mal gucken. Ah, schade. Was muss ich folgen, der geht? Nee, da ist keine Linie. Jetzt hat's mich geschleudert. Ja, ich weiß, die Fähnchen, die sieht man ein bisschen spät, ne? Also, ich habe immer geguckt, dass die abwechselnd rechts und links so von der Straße sind. Ah, müsst ihr vielleicht irgendwas dazu, was ihr etwas verdeutlicht? Kannst du nicht irgendwie Rauchsignale oder so daran montieren? Ja, es wird sowieso gleich dunkel. Ja gut, die Zeit kannst du ja als Zeus einfach ändern. Wo hängt die eigentlich ab? Also ich weiß, wie kurz der Turm da. Ja. Also ich habe einen richtig heißen Feuerstuhl, meiner brennt schon. Wo ist Pumpkin? Ja, okay. Fährst du jetzt mit dem Quad? Weit fahren wir ab. Das Quad war mir zu lang zu erreichen. Deins genau. Mhm. Das merke ich mir. Aber du musst das Ding einfach nur richtig sliden. Dann kriegst du es richtig. Ja.
wie gesagt, also bevor man durch die Tore durchfährt, am besten schon die Richtung lenken, die man nachher möchte. Je nach Auto kann man wirklich sliden, aber ach, manchmal dreht er nicht. Die Fähigkeit, die du meinst. Ah. Oh! Ja, erwischt. Ich komme mal wieder runter, ich will aufhören. So, Winter. Für die nächsten Fädchen. Ich sehe ein Fädchen, aber was ist das andere? Ich hinterlasse wenigstens eine schöne Rauchspur, der kann man folgen. Ich glaube, die Limousine, der SUV, oh, der ist sehr schnell. Der Jeep ist auch sehr schnell. Die Ambulanzen, die kippen auch schon mal um. Oh, gerade mit den Reifen geschossen hast. Alter, meine Katze liegt bei mir kurz hinter da. What the fuck? Meine liegt hier zwischen Tastatur und mir selber. Meine liegt wahrscheinlich irgendwo im Raum. Also ich könnte mal so eine Tour machen, aber ich glaube mittlerweile habt ihr die Fähnchen gefunden, oder? Ui! Ja. Und der Golf kann was? Nee. Alter, was? Da fahren die da mit den Autos. Hilfe! Hilfe! Ich fliege! Ja, ich hab dich von hinten ein bisschen angeschubst. Du bist ja jetzt hingeflogen. Ich rauche. Ich bin bisschen halt auf der Karte? Kilometer über die Karte gefahren. Ja, warte mal, ich hol dich zurück. Ja, alles gut, ich bin noch am Airport, also in Fahrweite. Also, kannst du noch fahren? Ja, ich kann noch fahren, noch. Dann sollte das Fahrzeug auch irgendwann repariert werden. Ach, eins noch, wenn man kurz nacheinander, also binnen 20 Sekunden nacheinander durch Fähnchen durchfährt, dann kriegt der Verfolger mehr Schub. Das ist, was da oben rechts steht bei Rückstand. Je länger man... Oder je größer der Rückstand ist, bis zu 20 Sekunden, umso mehr Schub kriegt man, um halt irgendwie aufholen zu können. So, nach der Kehre ist rechts die nächste Fahnengruppe. Radiosen SUV abgeschnitten. Ja, kann sein. Also ich muss sagen, der kleine VW-Bus, der fährt sich echt in Ordnung. Also ich habe ihn noch nicht geflippt. Okay. Ja, ich hatte eben ein bisschen die Sachen alle runtergedreht. Weil das war so die Erfahrung, die ich sonst gemacht hatte. Wenn man mit mehreren drauf ist, dann... Hier wird scharf geschossen. Boah, Mist, ich wollte dich gerade rammen. Wer fährt denn den anderen SUV? Ui! Boah! Ey, schieß den Ort passiert! Was tut ihr da? Wer schießt hier? Mit welchem Sinn und Zweck habt geht euch dieser Rauch? Geht der auch mal wieder weg? Der kommt nicht von mir. Okay. Wah! Die Karre ist einfach so am... Oh, sie ist einfach repariert. Ich kann das auch abstellen mit dem Reparieren. Krieg ich irgendwo anders Waffen her? Ja, am Terminal sind noch Waffen. Da nimmst du einfach das Portal hier, dieses Steintor. Oh, ich hab was gefunden.
gefällt es euch denn jetzt so von der Spielemechanik her? Funktioniert überraschend gut. Ja. Ja, ist schon lustig. Das überrascht mich auch sehr. Vor allen Dingen, dass wir hier jetzt mit 4 Leuten drauf sind und wir haben keinerlei Performance-Probleme. Ich Mann, ich... David gegen Goliath, oder was? Was? Ich gewinne! Ah. Oh, ich hab auch so. Blaulicht an. Ich kann immer... Boah, nein! ja, mein Wagen wurde gerade zerstört. Was? Also ich bin rausgeflogen. Warte, ich guck mal, ob ich doch noch entsteigen kann. Doch, ich ist wieder in Ordnung, ist repariert, danke. So, und weiter geht's. Ist das stumpf? Nein. Oh, es hat mich selber. Ich liege selber auf dem Dach. Was mit dir? Kannst du noch fahren? Ich renne gegen meinen Truck und dann steht er wieder. Pass auf. Ah, schade, doch nicht. Ich glaube, das funktioniert ja auch nicht. Nee. Vielleicht kommt da ja jemand, der uns mitnimmt. Ich soll euch mitnehmen, das kriege ich hin. Oh ja. Achtung, out! Du, ich kann fahren wie ein Großer. Alles kein Ding. Hört ihr mich? Ja. Yes. Ja. Koko, bist du noch im Turm? Ja, ja. Zurück an den Startplatz. So, kannst fahren, ja. Danke. Und komm in den Jeep runter. Ich schieß schon die ganze Zeit mit Javelins auf die. Verfolgen wir sie mit dem Jeep. Okay, warte, ich komme. Nimm dir ein MG mit. Brauch nur ein MG. Du musst aufpassen, du kriegst aber in der Richtung Beschleunigung. Besonders am Ende könnte sich das Fleiß. Autos rein. Ich hab das vorhin schon mehrmals eiskalt ausgenutzt. Raus mit euch. Dankeschön. Mach 3,50. So, wo kriege ich jetzt nochmal andere Waffen her? Man folge mir. Wo bist du denn? Ja, geil. Ich brauche doch ein MG. Ja. Achso, Moment. Ah, nee. MGs habe ich nicht. Ich habe nur Munition am Terminal. Sonst gucke ich mal. Ich spawn dir hier was in der Nähe von der Tribüne. Welche Testen war das nochmal, die bei der, AT4 das Ding umklappt, sodass man besser visieren kann? Mit R schaltet es fertig und dann die geteilt Durchtaste auf dem Nummernblock. Ah, die geteilt Durchtaste war was ich gesagt habe. Jetzt ist er leider schon weg. Ja, so eine kranke Waffe. Wieso hast du so eine kranke Waffe? Nein, das ist ein Sniper-Pin. Warum hast du nicht mal dein Magazin steckt halt nicht mal in der Waffe? Ach, diese Beschleunigung ist so gemein bei den Toren. Wenn du ein bisschen falsch lenkst, dann fliegst du halt seitlich. Ich hab hier meine Waffenkiste hingestellt. Guck mal, ob da was drin ist, was für euch passt. Ja, safe. Irgendwas wird schon. So, weiter rechts liegen dann noch Spezialwaffen. NATO. Hast du vielleicht ein Flip-Skript an dem Auto attached, dass man es wieder flippen kann? Nee. Nee, dann stehe ich jetzt leider blöd da. Warte, ich guck mal auf die Karte und hol dich zurück. Ich teleportiere dich, Specki. Okay. Habe ich dich erwischt? Ich finde es schön, wie meine Waffe jammt, aber ich aber nicht den Jam clearen kann. Danke. So, jetzt will ich nochmal. So, ist hier was drin in der Waffenkiste oder braucht ihr was anderes? Was davon ist ein MG? Das ist ein Assault. Ah, oh, da, Lightning. Der MX-Lower. Was hat er mir jetzt geklaut? Also hier hinten sind dann noch Spezialwaffen. Was für Munition muss ich dafür nehmen? Was ist das? 6, 5, 3, keine Ahnung. 6, 5... Krieg ich euch da rein? Ja. Also, an sich ist natürlich Armor nicht dafür ausgestattet, halt sowas hier zu tun. Ne? Also ich habe hier mit... Kontaktflächen gearbeitet, also Trigger, ne, wenn man halt hier durch die Fähnchen durchfährt
Und das ist natürlich nicht optimal. Also ich musste die natürlich so groß wählen, dass das da wirklich eine Fläche ist. Du kannst nicht einfach sagen, hier fahr durch, pack ich so eine ganz dünne Wand durch. Dann kann es nämlich sein, dass er das gar nicht mitkriegt, dass da einer durchgefahren ist. Und wenn mehrere gleichzeitig durchfahren, gibt es auch wieder Probleme. Aber ich glaube, es ist ganz gut spielbar so. Alter. Jetzt steig ein. Wir jagen hier die auf. Oh. Frechheit. Oh, jetzt hast du die erfahren. Du kommst ja gleich wieder. Ja, ich hoffe es. Ketchup, guck, da gerne, wir jagen jetzt Pumpkin. Ich bin drin. Bist drin? Jo, ja. Wir jagen Pumpkin. Ketchup. Wo ist Pumpkin? Vor uns. Schieß auf ihn, schieß auf wo ihn. Wo, der? Tim, mach ihn weg. Was gibt das hier? Ich muss mal nach hinten, glaube ich, der. Oh, ich kann Turn auch. Alter, machen. Der gibt Gas. Das ist ja viel geiler. What the fuck, Alter. Ich geb Gas, ich hol ihn. Specki, wollen wir nochmal Jagd auf die anderen machen? Ja, warum eigentlich nicht? Lass mich bloß schnell mal meinen Kram hier entleeren. Ich bin so voll mit Müll. Falsche Munition und so. Das muss schon passen, dass ich den Leuten noch eine verpassen kann. Muss man näher ran, fahren wir näher ran. Ich geb gar nichts, ist nicht einfach. Jetzt kommt der Drive-By, Junge. Was Jo, wir stehen halt einfach wieder. Alter, ich lieb noch. Ich leb noch. Oh, jetzt habe ich aber ein Connection lost. Ihr könnt noch fahren? Ja. Ich hab gerade bumm gemacht. Ich bin begeistert, dass wir hier so wenig Performance-Probleme haben. Ey, sei mal lieb! Hast du noch mehr 408er Munition? Oder was ist das genau? Ich hab das größere Magazin! 338er ist es. Aua! Warte, soll ich noch was reinlegen? Ja, das wäre nett. Sonst leg mir noch mal ein Magazin rein, dann ist es einfacher. Okay, ich leg's in die längliche Kiste. Was passiert ja hier? Ah, viel Spaß. Wie heißt das? Oh, Weapon Combo. Moment. Punkt 338 NM. Meine Waffe ist zu heiß. Aua! Ist das das API oder das 300 GR Lapua Skinner? Das ist so eine große graue Box. Punkt 338 NM. 130 Round Belt. Mit der Granate. Aua. Liegt auch in der Kiste wieder drin. Das Alter, Lustige ist, ich sterbe halt auch hier nicht. Alter, meine Brille ist gerade gecrackt. Guck mal, ist da jetzt mehr von drin? Warte, ich muss noch OK drücken. Das ist meine Zielkünste. Hat sich was verändert? Ich suche es gerade. Nee, immer noch eins. Dass meine Brille cracken kann, habt ihr das gewusst? Nee. Schießt meine Waffe immer noch? Nee. Ja. Alter, hat doch hier gerade einen Schuss. Mein Bus, nein! Er liegt tot am Boden und die Waffe ballert. Was? Schau nochmal, ob es jetzt drin ist. Jetzt sind 7 Stück, ja. Jo. Ich glaube, das dürfte reichen, mehr kriege ich wahrscheinlich gar nicht rein. Ja gut, hier oben könntest du nur aus dem Drehring schießen. Ich kann, glaube ich, den Jeep nicht nehmen, ne? Habt ihr das ausprobiert? Kann man aus dem Jeep vom Beifahrer sitzen? Kann man ja. Ja, du kannst dich kommen. Ja, warte, dann hol ich einen Jeep. Oh, was? Jungs, ich hab halt fast gar keinen Schaden bekommen. Jungs, wir steigen ein. Wir jagen jetzt Rico und. Kann ich einsteigen? Oh, da müssen wir uns beeilen, Specki. Die wollen uns kann jagen. Ich einsteigen. Wo willst du einsteigen? Ich hab den blauen Jeep hier. Das Auto ist, glaube ich, kaputt. Ja, ist kaputt, dann gehen wir zurück. Moment, kannst du uns wieder kann ich einsteigen? Du? Nee. Nee. Haben wir sonst? Doch, da hinten steht noch ein Jeep. Da stehen noch zwei. Ich kann auch nichts. kann auch die Waffe gerade nicht. Liegenderweise da sitzt Boden, ein Toter drin in dem Jeep. Okay, und warum sitzt er da drin? Da kommen wir neben den anderen. Der ist mir egal. Kriegen wir doch einer von euch slidet über den Boden. Ja, das ist Micha. Ich glaube von dem. Ich muss mal schauen, wo ich hier einsteigen kann. Na. Ich bin ein wenig enttäuscht, dass man keinen Boost bekommt, wenn man durch die Dinger geht. Okay, also ich kann jetzt hinten zwar die Klare ziehen, aber da habe ich nicht besonders viel Reichweite. Ich guck mal an, wo ich noch. Ja, hier oben kann ich, leg los.
Ja, alles klar. Zwar nur nach vorne, aber das reicht erstmal. So, mal gucken, wo die Jungs sind. Okay, Pumpkin, wir müssen ausnahmsweise zusammenarbeiten, wenn sie jetzt kommen. Vorbei, vorbei, vorbei! Wo sind die? Ja, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Neuer Anlauf. Kann er mich nicht schießen? Du musst ausschalten. Hui, haben sie uns erwischt hier. Wie geht's dir? Locker. Locker, sagt er. Du hast jetzt so eine 556. Alter. Ah! Das ist nicht so einfach. Ich kann auch einfach anhalten, wenn das ein bisschen zieht. Ich meine, ich kann die auch einfach mal rauffahren. Aber das macht nicht so viel Spaß. Oh, jetzt geht nichts mehr. Bleibt im Wagen stehen. Jetzt ist er repariert worden. Das war zu spät. Ach, den können wir doch haben. Der gerade durchgeflogen. Was war Willst das? Du mitfahren? Ein Mischer. Komm, fahr mit. Wo bist du hingeflogen? Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Ich flipp noch immer. Ich bin am Himmel. Das müsst ihr jetzt Komm, sehen. Komm, steig ein. Mit drin. Alter, ich flieg am Wasser im Himmel. Ja, warte, dann hol ich dich gleich zurück. Ich setze die Jungs noch hier vorne ab. Können sie irgendwie sich ein neues Auto nehmen. In das Wasser rein. Schießt der da mit der Erbsenpistole? Ich bin so hoch geflippt. Bin ich abgesoffen. So, ich kümmere mich erstmal um Mischa. Alter, wo bin ich denn hin? Ich steig mal auf den Beifahrersitz ein, vielleicht kann ich da sinnvoller auflegen. Findest du mich? Ja. Wie weit bin ich denn weg? Du bist nordwestlich in der Bucht gelandet. Ja. Okay, da kann ich jetzt nach vorne wirken. Dann müsste man hinten eigentlich nach hinten wirken können, weil sonst wäre es ja Quatsch. Jetzt ist alles finster. Und jetzt? Jetzt ist alles finster. Schwarz wie ein Loch. Ja, du bist ja auch nochmal weggeflippt. Ich habe dich jetzt nochmal teleportiert. Ich dachte, du bist jetzt... Warte, ich steig ein. Das Auto ist so scheiße. Alter! Juhu! Aha, vom Hinternsitz aus kann ich auch nach vorne wirken. Das ist ein bisschen pointless, aber okay. Mischa, geht's dir jetzt gut? Jetzt geht's mir gut. Okay, komm, wir jagen die anderen. Lade nach. Ja, ich hole auf. Oh, muss nur hinter ihm bleiben. Wenn wir vor ihm sind, haben wir nichts. Komm gleich nochmal. Was passiert eigentlich, wenn man einen Checkpoint skippt? Nichts, aber dann kannst du nachher auch keine Rundenzeit kriegen. Ich sag, das ist ein Umkehr. Du darfst nicht so viel lenken, da habe ich gar keine Chance zu zielen. Achso, ja. Alter. Hau drauf. Ah ne, sie stehen, dann wäre es ja unfair. Ist auch wieder wahr. Lad mal nach. Geben wir nur ein bisschen Fahrgeschwindigkeit. Oh, fährt der überhaupt noch? Ich meine, der bewegt sich. Also am besten immer ruhig hinter ihnen fahren, das klappt am besten. Wahnsinnige Beschleunigung. Na komm, wir nehmen das Tor mit, ne? Oh, okay. Ist so gut. Wir sind ja sowieso viel schneller wie sie. Wer fährt in den blauen Flitzer? Ich. Uiuiui. Und? Usch. Oh, jetzt haben sie mich erwischt. Hab ich dich erwischt? Ja. Aber so eine Explosion und so einen fliegenden Punkt nur gesehen. Kannst okay, jetzt hat's mich erwischt. Fährst du mit oder nicht? Ja, bitte einmal. So, da ist keiner mehr drin, ne, oder? Nee. Glaub nicht. Also für Verfolgungsjagden ist die SPMG ein bisschen ungeeignet. Zu hoher Rückstoß, zu wenig Feuerrate. Nachladen. Dieses Tor hier ist ein bisschen tricky.
Amke, nimm mich mit, bitte. Nö. Nö. Wo bist du? Ich komm zu dir. Ich höre Schüsse, aber ich sehe nicht von wo. Geh raus! Bleib stehen. Ach, da? Lass mich einfach hier raus, Rico. Alter, was geschieht? So, wir nehmen das raus. Pumpkin hat mich überfahren. Oh, Repacking Magazine, so, das kann jetzt eine Weile dauern. Wo sind unsere Opfer? Aua! Boah, ich hab halt keine Ohrstöpsel drin, ich höre nur noch pfeifen. Ja. Du kannst ja welche reintun, du hast welche im Loadout. Glaube ich nicht. Danke, Jutta. Nee, hab ich nix. Ah, ich hab vorhin alles rausgeworfen, weil ich so voll war. Da war ich so schlecht dabei. So. Oh, verdammt. Ja, komm rein. Ich könnte dir welche geben, wenn du möchtest. Ja, wäre ganz nett. Ins Auto rein reicht auch. Naja, wenn man hier schon mal eine Zigarette anzündet. Einfach kurz, bumm, alles weg. Nee, wenn wir beide, glaube ich, im Fahrzeug sitzen, ich komme irgendwie gerade nicht an das Inventar vom Auto dran. Ich glaube, wir müssen mal eben aussteigen, Spicki. Okay, ich bin draußen. Wenn du eh gerade da bist, dann könntest du mir eigentlich noch mal ein bisschen SPMG-Munition spawnen. Ich glaube, das vergibt dir mir nie, dass ich in dem Auto abgeschossen habe. Wen, mich? Ich finde es einfach nur lustig, dass diese Waffe einfach so übel overpowered ist. Was ist das für eine? Eine M200 Intervention. Ich muss dir mal irgendwas raus tun. Ich kann es nirgendwo mehr reinstecken. Ich habe dich einfach voll gemacht. Okay. So, wo ist Pumpkin? Hinten. Nein! Noch habe ich nichts in meinem Inventar. Ich finde gerade nichts zum Raustun. Halt und so. Ich habe dir jetzt mal die Brille geklaut. Ach, der war knapp. Uhuhuhu. Aua! Hast du dich getroffen? Ja. Das Glück, dass ich nachladen musste. So, jetzt hast du Ohrenstöpsel drin. Ich glaube, eine Uniform. Wunderbar. So, was nehmen wir denn sonst noch? Nehmen wir den hier nochmal? Der war eigentlich ganz gut, ne? Und wie heißt jetzt die Wunderwaffe? LMG? SP, achso, ja, wie sie hier heißt, es anders, in anderen Spielen heißt sie SPMG. LWMMG. LWMMG. Tut okay. Ein schönes Visier drauf. Ich habe hier das, Moment, Burris XTR2. Da kannst du ein bisschen verschiedene Zoom-Faktoren durchprobieren. So. Da schießt doch wieder einer von oben wahrscheinlich, ne? Bist nicht Specki, wieso bist du nicht Specki? Ich will auch diese Waffe haben. Fährt gerade irgendeiner von euch auf der Bahn? Nee, im Moment gerade nicht. Habt ihr die Waffe gefunden hier in der Langendkiste? Ja, glaube hier drin war sie. Bei Spezialwaffen. Wieso komme ich jetzt nicht rein? Welche Waffe sucht ihr denn? Das LWMMG. Kann das? Das ist eine Kaliber 338 Maschinengewehr. Also das Ding bedient sich eigentlich fast wie eine M2.
ist aber tragbar. Ich glaube, da ist jeweils immer nur eine von drin. Ich spawn nochmal so eine Kiste. Wir haben die gelegentlich auch im Freeplay. Und ich sagte, das Ding ist ungelogen. Ich sag's mal, das ist ein vollautomatisches Sniper-Rifle mit einer Reichweite von 1000 Meter. Ist so. Da kannst du echt auf 1000 Meter ein Sperrfeuer hinlegen, dass die Lichter ausgehen. Und das mit 338er Munition. Also, pff. Wir haben schon erlebt, dass Autos explodiert sind, als du sie einmal mit dem Ding in die Motorhaube getroffen hast. Aber ich kann nur empfehlen, mal ein virtuelles Arsenal mal zu setzen. Das hilft für sowas immer. Musst mal gucken, du kannst einfach mal virtuelles Arsenal für Armor und dann den Code dazu dir mal rauskopieren und dann kannst du ihn irgendwo einfügen. Meinst du sowas hier? Das große. Meine ich sowas hier? Ist das jetzt ein Arsenal oder? Nö. Ja, dann tut's das nicht im Spiel, dann kann ich das nur vorher machen. Aber dann kannst du hier über dieses Portal gehen. Ich habe ein Arsenal am Terminal stehen. Komm mal. Zwei blöde Gedanken. Komm mal hier auf die östliche Seite. Komm mal hier auf die östliche Seite. Ja, da ist dieses Steintor. Ja. Da kannst du rübergehen zum Terminal. Da, das ist das Arsenal. Coco, was hältst du davon, wenn wir uns zusammentun und diese Unholde da unten mal jagen? Sehr gerne. Im Moment sind sie halt am Arsenal am werkeln. Oh, aber hier oben ist ja auch ein Arsenal. Ist sehr praktisch. Nee, das tust du leider nicht. Also das, was ich euch hingestellt habe, das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn ich das im Editor platziere, okay, nicht im Spiel. Da ist genug Javelins drin. Vielleicht finde ich noch ein bisschen 338er Munition. Versucht mal, ich würde gerne mal versuchen, quasi einer Moped stellt sich kurz vor so eine Fahne, am besten irgendwas weiter da hinten auf und dann visiere ich ein, drück ab und in der Sekunde fährt er los und kriegt dann halt übelsten Schub durch die Fahne, ob die Javelin hinterherkommt. Wahrscheinlich ja, aber also ich bin selbst mit dem schnellen Auto nur knapp über 200 gekommen. Ja, aber es... ob die dann das Ziel verliert, meine ich. Ach so. Ja, wir können auch einfach mal probieren, einen Beschuss auf das Rennfeld aufzubauen. Ich meine, wenn die da richtig schnell unterwegs sind, da lernst du schießen. Ach so, ja, ich habe Pumpkin ewig schon fast rausgenommen. Ja, aber da hast du die falsche Waffe, da brauchst du eher sowas wie das hier. Nee. Meinst du das auf meinem Rücken? Na, wo treiben sie sich denn rum? Von den Türmen aus, hier mache ich normalerweise immer in Exheim meine ganzen Solo-Missionen. Man kann fast aus jedem Winkel irgendwie runterschießen, aber muss teilweise richtig blöd die Löcher und Ritzen durchsuchen. Das hier war schon mal nicht, ja. Komm mal raus. Hätte ich jetzt erschossen? Nein. Bleib mal da stehen. Geh mal ein Stück weiter nach hinten. Oh, Rocket Jump. So, jetzt sollte ich das Magazin haben. Das hat nicht funktioniert. Nö. Du ich hast. Verstehe, die Beinwunde war jetzt gerade übel. Das hast du jetzt nicht gesehen, aber das Bein war halt wirklich einfach schwarz-rot. So, was wolltet ihr ausprobieren? Wenn ihr fahrt, ob wir eine Chance haben, sobald ihr Fahrt aufgebaut habt, dass wir euch irgendwie treffen. Und los. Ihr steht oben am Sprung, oder? Ja. Ach, dann drehe ich nochmal.
Ich kann im Moment auch nicht auflegen. Ist ein bisschen ungünstig. Moment, ich such mal. Ich such mal ein Fenster, wo ich auflegen kann. Müsste eigentlich hier in der Gegend irgendwo geben. Das geht in die falsche Richtung. So, ich komme jetzt aus der anderen Richtung. Jo! Oh, Volltreffer. Ich würde jetzt sagen, ich hab's kommen sehen. Die kam, die ist ja richtig im Steilflug dann vorne rein. Was ist das? Mit was werden wir hier beschossen? Das ist ein Granatwerfer. Ja, der hat sich ein GMG geholt. Du gehst halt aber nicht hier. Wieso nicht? Wieso nicht? Wo bist du denn? Gerade im Turm. Im Turm. Wo ist er denn, der Halunke? Du träumst nicht so ganz, dass er im Turm ist. Hab ihn. Diese scheiß Granaten machen Close Range halt gar nichts. Stehst du da oben am Fenster? Wieso treffe ich dich denn nicht? Mache gerade das Hedge zu und guck durch die Guckluke raus. Da triffst du mich. Das kannst du lange probieren. Ich kenne die Tricks von dem Turm. Blöd ist, nur so richtig gut sieht man trotzdem nicht raus. Hä? Mein Rucksack ist weg. Wieso? Das Problem hatten wir doch heute schon mal. Hui! Ja, ich hab den. Hast du mir den geklaut oder wie? Ja, ja. Einfach hingelaufen, abgezogen. Minus ein Hase. Wartet mal ganz kurz. Nix da. Ey, hast du Godmode an? Ja, ich hab gerade gedacht, hier dreht irgendwas richtig am Rad. Und dann habe ich zuerst gedacht, mein Rechner. Oh, der Turm stürzt gleich ein. Der Rechner? Und dann habe ich gedacht, nee, das kann gar nicht sein. Der ist so flüsterleise. Und draußen regnet es einfach so heftig, dass ich das hier drinnen durch die Kopfhörer höre. Dann bist du aber hier nicht bei deinen Eltern, ne? Nö, bin zu Hause. Hier ist trocken. Oh, da wollen sie aber. Oh, da gehe ich doch mal. Wenn ich es noch schaffe, hier in den. Ja. Oh, ich werde hier ganz ordentlich unterdrückt. Wo kam der denn her? Jetzt sind die Wappen. Oh, ja, jetzt stürzt der Turm ein. Weg ist er. Man das noch mal heilen kann? Den Turm? Nein. Der wird nicht automatisch repariert, nur die Fahrzeuge. Alter, ich bin auf dem Container gestorben und in den Container gefallen. Ja. Ja. Vor allem nur ein Headshot von der Waffe ist, glaube ich. Ich glaube, ich bin unverwundbar. Ich bin zu Hause. Okay. Ich bin so ein Halber. Ich bin so wie Herkules. Ja. Ah. Dreht euch mal nach Osten raus. Ihr werdet angegriffen von Spetsnaz. Was? Das geht gar nicht. Ich wechsle gerade meine Waffe. Ach, komm, die fahren über den Haufen. Osten? Junge, ich habe gerade keinen Kompass. Das ist das falsche. Doch, natürlich hast du das Osten. Kompass. Ja, der ist jetzt auf K oder so. Alter! Ist aber ja. Da! Soll. Ah! Was soll das? Petznas aus Osten, sagst du? Speckmops. Speckmops. Ich hab keine Ausdauer mehr. Kann nur noch gehen.
Die unterdrücken mich gerade übel. Ich kann nicht mehr aufstehen. Die stehen um mich herum und ballern mich mal gleich wieder weg. Ich wollte gerade sagen, das klang bei mir gerade auch ähnlich. Wo sind die denn? Der eine steht bei Specki. Und Pi sagt Specki gerade. Ich meine, ich würde sie bekämpfen, aber ich sehe nichts. Das Ding ist auch tot. Boah, wenn ich mich bewege, verliere ich einfach instant. Oh, ich wiege 64 Kilo, das erklärt vielleicht ein bisschen. Hohoho. Ich verstehe halt auch gar nicht, wo die herkommen. Ich glaube, die hat an Zeus gesetzt. Ich weiß nicht. Ich. Wo sind sie denn? Ich will sie von außen fahren. Ach, das ist ein Freund. Also einer ist jetzt tot. Wo ist dann tot? Wo sind sie denn? Du wirst aus Westen auch noch... Ah, bist tot. Nachladen. Ich hab lang durchgehalten. Ich sehe auch nichts, weil ich unterdrückt bin. Zwei sind tot. Ich hab doch gar keine Ahnung, wo die waren. Ich hab einfach... Wie viele sind's noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind noch. Na super, hab mich hier aufs Dach gelegt. Ah, hat's einmal durchgerollt. Wo finde ich die denn? Sind die am Terminal? Die sind am Terminal. Die sind an dem eingestürzten Turm. Achso, hier bei Start und Ziel. Hätte sie setzen müssen, während wir irgendwie zu einem M-Rap unterwegs sind oder so. Ja, ich bin mit einem M-Rap unterwegs. Nicht du, Misha. Also, er hätte die setzen müssen, wenn wir in einem M-Rap. Ja. Okay. Wenn alles nichts mehr hilft, dann sieht man sich einfach geschickt krabbelnd aus der Gefahrenzone zurück. Also sie kämpfen, sie bekämpfen. Luca ist tot, oder? Genau. Hallo. Hallo. Na, hallo. Mahlzeit. So, wo sind sie? Du musst wieder leben, oder? Ich lebe schon die ganze Zeit wieder. Du bist tot für mich. Ich bin mich auch tot. Rico? Ja. Siehst du sie? Nein. Wo sind sie? Oh, sie schießen auf mich. Ich glaube, sie sehen mich. Das war ich. Dieser blaue M-Rap darf ich gerne mitnehmen. Wo bist du? Ah! Halunke. Ah, Gott sei Dank. Wo bist du, Specki? An der Tribüne, ich habe gerade den bösen Granatenmann weggeballert. Wo seid denn ihr unterwegs? Ach, warst du das? Du bist doch der Granatenmann. Vielleicht nochmal. Unglaublich. Na, endlich. Du kannst gerne joinen, Senior. Wir machen gerade ziemlichen Blödsinn. Ja. Wenn du Lust hast. Ja. Den habe ich am Sonntag noch vor mir. Ey, Granatenmann, mach mir einen Waffenstillstand, mir wird's hier echt zu heiß. Okay. Pumpkin, mach ihn weg vor dir. Der ist vor dir. Würde ich ja, ich hab nur zwei Schuss. Ja, wir hören dich. Oder? Hören jetzt ist er wieder weg. Ich wollte ihm gerade die Zugangsdaten schicken. Koko, sprich. Was denn? Ja, man hört dich. Ach doch, ja, das ist ja mein Atem. Der leicht das Mikrofon streichelt. Die Rechner sind tot. Ja. Sind sie alle tot? Yes, ich hab sie getötet. Mein Wagen raucht und spuckt irgendwie Feuer, aber irgendwie kann ich damit fahren. Tu es nicht. Diese AT4 sollte nicht auf den Gegner feuern, nicht auf uns. Ja, die Kurven sind irgendwie doof für dieses Teil. Lass mich mal in den M2-Turm einsteigen, dann jagen wir es mal die letzten Überlebenden von der NPC-Patrouille. Ja. Yep. Es gibt keine mehr. Ach, echt? Die sind tot, ja. Ja, das komm, spawn noch mal ein paar. Warte, ich setz mich hin rein. Ich schieß aus den Dingern raus. Wer hat denn kein Maschinengewehr? Weil ich würde sagen, dann geht einer ins Geschütz, der kein Maschinengewehr hat. Kannst du in den Wagen noch ein bisschen SPMG-Munition legen?
Moment, da muss ich aussteigen. Stimmt. Also am besten einfach voll machen, das kriegen wir weg. Ich bräuchte Munition aller 338 Norma Magnum. Sie greifen schon wieder an. Ja, und er repackt bei mir noch die Munition, aber da muss ich jetzt noch. Und wo? In der Richtung wäre es zumindest, glaube ich, ganz gut. Ah, Richtung. Ja, ja. Micha weiß, ich habe mir jetzt mal an. Ja, nee, ich meine, was ist das? An deinen Inventar. Ich kann die immer noch stehen. Also, wenn du ihn anklickst, lade nach. Wagen. Hab ich will ins Wagen-Inventar rein. Ah, den Wagen anklicken. Und dann auf Inventar. Ach, Specki hat's umgehauen. Ja, N2 ist out. Sagt er mir nicht an. Mir sagt das an, was möchtest? Ja, frag die Kollegen hier nochmal, die wollten was haben. Was möchtet ihr? 338 Magnum. Die Munition heißt 338NM.338. Ich kann ja auch einfach schon mal fahren, ne? Ja, ja. Ich fahr so einfach über den Haufen. Fährt der überhaupt noch? Ja, ja. Jetzt wieder. Ich sehe zwar nicht viel, die unterdrücken mich, aber ich fahr so einfach über den Haufen. Ah, das war jetzt eine zähe Ernte. Noch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Oh Gott, ich habe gerade höllische Lags. 338, Max. Habe ich dir reingeben. Ins Fahrzeug. Max? Okay. Was für Max? Ich sehe keine Mixed, Fahrzeug. Max Screen. Probiert. Ach da, ja, perfekt. Sind noch welche von übrig? Dann drehe ich noch. Ja, ja, sind noch da. Genug. Oh. Na. Ist das ein Driss? Nicht so viel drehen, Rüger. Nicht so viel. Jetzt müsste uns mal jemand anschubsen. Haben wir uns wieder auf die Goschen gelegt. Ist noch einer da, der uns... Ja, ich mag's. Danke. Ja, die Dinger, die fahre ich echt ungern hier auf der Strecke. Warte, ich stelle euch ein Fahrzeug hin. Ja, du kannst es einfach rammen, dann kippen wir vielleicht wieder um. Minus ein Hase. Ich hab euch da ein Fahrzeug hingestellt. Danke. Juh! Ne, der folgt selber. Nein! Ich wollte gerade einsteigen. Wo sein? Ja. Ja, habt ihr ein Fahrzeug. Schön. Ich gehe bloß auf irgendeinen Sitz, wo ich mitballern kann. Ich habe ja schon ein Maschinengewehr. Geht das von da? Nee, geht nicht. Aber ich glaube, man kann sich hinten noch zusätzlich draufsetzen. Nee, es geht definitiv nicht. Gut, dann hat er nur der oben passen. Alle müsst passen. Müsst alle passen. Habt ihr noch da? Bin noch da, ja. Spielt ihr noch mit? Bin gerade auf dem Weg vom Portal zurück zu dem Mario. Okay. Ach, Alter, das ist jetzt nicht Survival schwer. Krieger. Wo sind so, die bösen Menschen? Verschanzen sich doch hier im Bus. Ja, ja. Schon da. Rechts auf dem Rollrun. Ich kann nur nach vorne schießen. Das. Bin ich vorbei? Nee, da vorne ist es vor, oder? Links ist auch einer. Auf der Wiese. Noch ein Stück. Jetzt direkt vor uns. Alter. Noch einer. Die liegen alle im Gras. Was geht hier? Falsch. Rechts auf der Straße. Oh. Fahr mich doch mal zum Tower. Ich stell mich drauf und sniper die Buben weg. Ich habe 5 Balken voller Ausdauer. Ich renne 2 Sekunden diesen leer. Wie viel Kilo hast du geladen? Da wolltest du rauf. Alle Kilo. Da wolltest du rauf. Alles. Ja, nicht unbedingt, aber ich probier's mal. Vielleicht geht's ja. Jetzt warte ich erstmal, bis die Unterdrückung vorbei ist und dann kriegen sie es mit der groben Kelle.
Coco, wo bist du? Ist ja gar nicht mehr bei mir. Nee, bin ausgestiegen. Okay. Es wird jetzt übrigens gleich Nacht. Oh, ein BTR. Geschossen. Oh, der ist auf die Tribüne geflogen. Ich bin jetzt aber raus. Jo. Die Zeit. War aber schön mit euch. Nee, jetzt war Spiel, muss ich sagen. Ist genau immer noch schön. Ja. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wird hier irgendwas Interessantes gespielt? Oh ja. Yeah. Ja. Hier wird Arma gespielt. Was wird gespielt? Arma. Ich kann immer die Zugangsdaten schicken. Einen Moment. Coco, hast du mal was Arma oder? Ja. Rein. Ja. Ja, warte noch, ich schick's dir. Was für Arma oder? Hä? Autorennen. In Arma. Ja. Oh Gott, Specki macht genau wieder auf. Specki überhaupt da? Ich übe mich gerade an der SPMG und platze die Gegner im Dutzend weg. Also einfach ganz normales Modset wie auch sonst in der Mission bei uns. Weiters gibt die Adresse ein, Port, Passwort. Und Recoverland einfach joinen. Ja, ich guck mal rein, hab ich noch nie gemacht. Hört sich lustig an. Weil Warfunder bringt gerade nur Pain. Ich muss wieder das ganze Team carryen und so. Ja. Ja. Das macht keinen Spaß. So, du, ich verspreche dir eins, du musst hier in diesem Spiel auch alle carryen. Oh Gott, nee, bitte nicht. Nein. Mein Call of Duty, okay, da sage ich, da schaffe ich so ein Tarkov und Warthunder vielleicht, aber sonst bin ich Müll in jedem Spiel. So, wie nenne ich den Server? Ich nenne den jetzt einfach Rikos Server. Zum Rikos Beispiel. Server. Oh, Port. Hat wieso musst du den denn nennen? Also wenn du die IP-Adresse angibst, dann musst du dir den Server eigentlich anzeigen. Ich mache das über Arma 3 Sync. Ah, okay. Dann kannst du ihn auch Recoverland nennen. Scheiße. Jetzt habe ich die Port vom Public Server geändert. Och Gott, nie. Haha. Habe ich schon Passwort. Okay, okay. Interessantes Passwort auf jeden Fall. Ja, so gut. Server Start Game, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Und du übst SPMG, wieso das? Bist du wieder in den Genuss gekommen? Ja, ja. Ist eigentlich meine absolute Lieblingswaffe, weil das ist halt so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Weil du bist bis auf mittlere Strecke ohne Aufstützen, ist die halt absolut tödlich. Ja klar, wir haben es ja gemerkt in der Freeplay, wie Selig da alles kurz und klein geschossen wird und ein BMP war auch kein Problem. Das war ja das Allerfieseste. Der hat ein BMP mit der SPMG zersägt. Na klar, du kommst zeitlich gut durch. Das machst du nicht unbedingt kann, aber du schießt die Besatzung raus. Und du kriegst vielleicht, geh sogar das Munitionsdepot hoch, wenn du das... Oh, war das jetzt Friendly Fire? Ja, das habe ich verdient. Aber ich habe dich ganz gut eigentlich mit dem Ding verfolgen können. Ja. Warte, wie macht ihr so, hä, ich check gerade nix. Was meinst du? Bist du schon da? Oder wo bist du? Starte gerade Arma. Ja, ich komme nicht mehr abholen. Oh, jetzt dürft's funktionieren. Spieler verbindet. Genau. Ich habe ja für, ich weiß nicht, hast du es in der Freeplay-Mission gelesen, wo ich Snyder vorschlage, er soll das SPMG-Team mal als eine Art Zweimann-Sniper-Team einplanen. Eigentlich kann ich ja auf dem Zeus-Posten auch gehen, oder? Kannst du auch, Kannst du ja. Könnte ich eigentlich auch machen. Aber... Sind drei da.
Und die sind jetzt voll. Nö. Ich weiß nicht. Jetzt sind's zwei. Ja, Micha ist auch runter. Ich mal auch mal die Herren. Alles klar. Ich hoffe, es hat wirklich Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. Können wir gerne nochmal irgendwann wiederholen. Da ich jetzt weiß, dass das auch ohne Dedicated Server funktioniert, ist wunderbar. Danke, ich noch viel Spaß. Ne? Danke. Schön, weil es morgen raus. Was? So. Wir haben uns sogar Dedicated zu arme drei Warlords überreden. Wenn wir dann können, wir haben eine komplette Panzerbesatzung. Oh, beim letzten Mal, wo Rico und ich in einem Panzer gemeinsam gefahren sind, haben wir erstmal das eigene Team weggenatzt, versehentlich. Ja, wegen der Mahnsicht, oder? Ja, es war hauptsächlich meine Schuld. Aber du hättest auch sagen können, Specki, du machst gerade Scheiße. Weißt du es nicht mehr, wo wir in diesem Infanterie Fighting Vehicle unterwegs waren? Nee, nicht im Ifrit, da waren wir in irgendwas, was Explosivgranaten mit der 30mm verschossen hat. Ja, da waren wir zu dritt, ne? Wer war denn da noch der dritte? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, nee, wir sind zu zweit gefahren, weil wir die Mannschaft nicht zusammengekriegt haben. Ja. Und dann war es so, dass es geheißen hat, wir sollen an den Hügel fahren und den Raum decken, wo unsere Leute vorrücken. Da war ich schon so weit vorgerückt, dass ich so in der Infrarotansicht, das sind ja alles einfach nur noch weiße Schatten auf schwarzem Grund. Ich so, der Feind ist schon so nah an unsere Leute rangegangen, haben unsere Leute noch in die falsche Richtung geguckt. Habe ich es ihnen gegeben. Anstatt uns deine erstmal wegteleportiert und einen ordentlichen Handschuss verteilt, so habt ihr noch alle Tasten im Schrank und ich bin bloß blind und blöd. Ich wechsle mal gerade den Sprachkanal, ich gehe mal gerade zu Senior, den Grauen und McVie. Wenn die nichts anderes vorhaben, dann lade ich die einfach noch hier mit ein. Klar. Bis gleich. Ja, Speck, aber Warlord, so eine schöne Truppe wäre echt mal wieder cool. Ich kenne Warlord nicht. Skyking. Warlords ist, wie soll ich sagen, musst verschiedene Sektoren erobern und kannst dann aufgrund der Punkteanzahl, die du dann hast, da Sachen dir liefern lassen. Ja, dann kenne ich das. Da startet man so als so eine Art Rebellentruppe, die peu à peu. Genau, es gibt drei Fraktionen halt. Genau. Ich gehe bloß mal kurz ins Hauptmenü und spawne mit einer anderen. Moment, mein geiles Gewehr irgendwo hinwerfen, wo ich es wiederfinde. Wo ist denn unser umgekippter Wagen? Was macht ihr da jetzt eigentlich? Macht ihr da so ein 2 gegen 2? Oder? Nee, bist du schon online? Ich lag gerade wieder rein, weil bei mir ist es gecrashed. Dame. Also eigentlich ist das Mario Kart. Okay. Und eigentlich. Rico hat das selbst programmiert. Und wir fahren jetzt erstmal ordnungsgemäß eine Runde Mario Kart. Folge mir unauffällig. Wenn die rote Schüssel da vorne noch fährt, dann nehmen wir die gleich. Und dann sitzt du einfach mal oben drin und guckst dir an, was ich mache, weil dann kann man's. Ja? Ah, warte, dann muss ich Akre rausnehmen. So, hallo? Test, ja, ich höre dich. Ja, perfekt. Das ist eigentlich eine Art Mario Kart. Ich zeig's dir mal, wie es funktioniert. Steigst du ein? In die rote Rennschüssel, am besten in den Gunner sieht, dann siehst du ein bisschen mehr. Halt Schütze einsteigen, ja. So, ich wende jetzt mal, ich hoffe, also der fährt noch. Und sich abschießen, oder was? Das ist der Hintergedanke gewesen. Also, es gibt hier Tore, wenn man durch die durchfährt, kriegt man einen Speedbonus. Und man muss einmal die Runde abschließen, dann wird die Runde gewertet. Und dann wird also auch für jeden angezeigt, wie spät er durchgekommen ist. Jetzt bin ich das erste Tor, das gibt mir erstmal ein bisschen Schub. Da kommt das zweite Tor, das gibt. Infinite Muni drin? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Oh, da kriege ich einen Tinnitus. Ohrstöpsel rein. Yo! Er hat hier sehr realistische Fahr-Dings. Ich bin jetzt gerade einfach ins Rutschen gekommen. Das tat ein bisschen weh. Du erholst dich wieder. Also hier ist Autoheal ein. Das heißt, du wirst mal nach ein paar Sekunden wiederbelebt. Ja. Ist natürlich inzwischen, du siehst, der ist liegt. Kann man das zerstören können, wenn da Autoheal drin ist? Das ist ja der Hintergedanke. Du bist ja da nicht tot, sondern du hast halt nur den Zeitverlust, weil du dich wieder neu orientieren musst. Ach, das Ding hier fährt dermaßen scheiße. Ja, also, das heißt, man schießt quasi nur das Fahrzeug von denen kaputt. Selbst das heilt sich wieder. Aber es dauert halt ein paar Sekunden und damit bist du halt im Nachteil. Okay.
Also das Ding hier zu fahren, das ist die Hölle. Ja, ich bin auch mal Humvee gefahren. Ich glaube, da holen wir uns lieber eine andere Schüssel. Ja, irgendwas, was besser ist. Alles ist besser, sogar die Fahrräder. Ja, oh. Also die Fahrphysik ist wahnsinnig realistisch, muss ich sagen. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass Arma 3 das so gut hinbekommt. Ich muss mal Rico fragen, ob das von ihm irgendwie angefasst wurde. Weil ich meine, das normale Arma 3 ist echt nicht so realistisch beim Fahren. Und das ist halt überrealistisch, oder was? Ja, bei dem Humvee ist es eine Plage. Also ich bin vorhin mit so einem kleinen Auto gefahren, mit irgendeinem Jeep, mit dem ging es richtig gut. Den holen wir uns jetzt auch wieder, wenn es noch einen gibt. Ansonsten muss Rico den Server mal neu starten. Helikopter her, wir waren. Ja, der hilft uns bloß nichts für das Rennen, weil Bodenrennen. Ja, stimmt. Warte, ich guck mal kurz ins Zeus-Menü, was es da so für Fahrmöglichkeiten gibt. Schauen wir, ob wir wenigstens eine Zeit zusammenkriegen oder ob ich zu viele Tore verpasst habe. Doch, wir haben eine neue Runde gekriegt. Okay, und unter was wären dann die Fahrzeuge, würde mich interessieren. Module? Keine Ahnung. Einheit, da haben wir es. Ach, jetzt fahren wir mit einem ganz stinknormalen Auto. Du kannst gerne hinter mir herfahren, mach mal Wettrennen. Okay, warte. Ja, was nehme ich da? Ich nehme das Rettungsauto. Aber das fährt sehr langsam. Aber kannst du gerne machen. Kann man da irgendwie in die Third-Person-Ansicht gehen? Nein. Das soll ja gemein sein. Geht das? Nein, geht nicht. Nein, geht nicht. Das soll ja schließlich gemein sein. Also ich warte hier an der Startlinie. Ich glaube, ich habe eine richtige Scheißschüssel mir da ausgesucht. Erstmal das Licht an. Ah, also ich zähle runter bis 0 und bei 0 geht's los. Okay. 3, 2, 1, go! Zu starten tut das Ding schnell. Ja, komm! Ich habe ja gesagt, das ist eine Scheißschüssel. Ich fahr jetzt mit Handbremse. Dass wenigstens ein bisschen Chance da ist. Ein bisschen? Du hast mich jetzt schon maßlos abgehängt. Das war schlimm. Da bin ich wieder. Servus. So, die Jungs wollen dann doch nicht mehr vorbeikommen. Jetzt beschleunigst du mich wieder, während ich rückwärts fahre. Ja, du... Yo! Jetzt gibt die Mühle aber Gas hier. Ja, du bist gerade durch das Ding durchgefahren, was dich beschleunigt. Sag ja Mario Kart. Da hat mir doch irgendwie mein Auto geklaut. Yo! Das kann gut sein. Wir machen gerade so... rechts wäre das Tor von der Straße. Da schau, wo ich vorbeifahre. Oh Gott. Ja, Autofahren, ich und Arma, nee, Panzerfahren, ja, aber Autofahren, huch. Ja, du rollst so mit 5 km/h durch das Tor durch und das beschleunigt dich halt mal eben auf 100. Ja, bei 130 soll er eigentlich abregeln, aber den letzten Schub gibt er einem noch mit, also deswegen geht's auch darüber hinaus. Und je nachdem... Vom Server ist es abhängig und wie viele Leute, glaube ich, auch drauf sind, kann ich das aber einstellen. Das ist die Flagge direkt vor der Tribüne. Alter Speck, wieso fährst du jetzt so langsam? Ja, ich will dich ja nicht komplett abhängen, das wäre irgendwo albern. Oh, wer kommt denn da mit dem ganz dicken Schüssel? Ich bin das. So, wo wäre das nächste Tor? Da, wo ich hinfahre, immer mir nach. Oh Gott, also die Pissschüssel kannst du absolut in die Tonne treten, aber ich hab fucking Sirenen. Mach an. Ja klar hab ich das Ding an. Hör nix. Ja, ich schon. Also ich fahr jetzt nur 90 km/h, weil ich mein, sonst siehst du mich ja gar nicht mehr am Horizont.
Wo seid ihr da gerade auf der Strecke? Am Ende der Strecke. Ah, der beschleunigt mich schon wieder, während ich eigentlich völlig gemütlich fahren will. Ich bin nämlich schon auf der anderen Seite. Oder seid ihr am Ende der Strecke schon? Ja, wir sind praktisch schon durch. Dann drehe ich wieder. Und dann einfach durch das erste Tor durchfahren. Genau, dann kriegst du die Zeit. Also du musst jedes Tor durchfahren. Irgendwas. Ja, der Rückstand, den habe ich nur verwendet, weil bis zu 20 Sekunden nach einem anderen Fahrzeug kriegst du einen größeren Schub als der Vorausfahrende. Das ist dazu da, damit du halt eine Möglichkeit hast aufzuholen. So, ich stelle mich mal wieder auf die Startlinie. Inzwischen haben wir auch schon ein paar Schikanen auf der Straße. Wenn ihr auf mich wartet, dann können wir zusammenfahren. Ja, aber macht doch bitte mal alle die Lichter an, man sieht euch ja gar nicht. Ja, warte, was für eine Schüssel nehme ich? Oh, hab gerade meinen Wagen geschrottet, aber das regelt sich ja gleich. Ist cool hier, ne? Mit der Flugfeldbeleuchtung, ne? Mhm. Ja, du Rico, kannst du dich noch erinnern, dass sie doch mal aus dem Little Bird heraus diese Rauchbomben in der Luft gehalten haben? Das müsste man doch eigentlich auch als Skript lösen können. Das wäre halt einfach mal ein schöner Effekt für so Aktionen. Dass man jetzt sagt, was weiß ich, wir lassen jetzt mal alle die 101. tritt an und dann fliegt so 3-4 Little Birds rüber und lassen die Farben rausregnen. Das wäre lustig, ja. Das kann man skripten. Also du kannst bestimmte Dinge an Fahrzeuge zum Beispiel attachen. Ah ja, alle drei sind da. Also ja, wer macht den Countdown? Was? Dann steigt mal ein und sagt mal jemand los. Na gut, zähle ich runter und bei 0 geht's los. 3, 2, 1, 0, go. Ist natürlich ein bisschen unfair, weil ich jetzt hier mit der schnellsten Schüssel unterwegs bin. Du hast aber auch das Umkipp-Auto. Ach was. Komm, wir blenden mich da. Nix von abblendlich gehört, oder was? Ja, komm, die verblasen mich da alle. In der Kurve hole ich dich. Hab mir, glaube ich, wieder mal das bescheuertste Auto ausgesucht. Doch, der Golf ist gar nicht so schlecht. Wäre es einfach viel zu gut. Das Auto müsste schon längst auf der Seite liegen. Ja, ich kenne die Pappenheimer von diesen ganzen. Es gibt ja schon wieder so viel Gas, dass ich kaum kontrollieren kann. Also, ich wundere mich, dass du so nah an mir dranbleiben kannst, aber. Ja, das ist cool, ne? Aber es ist wohl einfach gelernt und selber programmiert, der weiß, wie es geht. Was glaubst du, wie oft ich das jetzt hier schon gespielt habe, während ich das immer wieder ausprobiert habe? Ich habe schon wieder die Tore verpasst. Ja, sie sind aber auch leicht zu verpassen, man sieht sie nicht sonderlich gut. Ja, ist aber schwierig, hier irgendwas anderes zu finden, um die zu markieren. Also bei Nacht, klar, könnte ich Leuchten draufsetzen. Brennende Fässer. Am besten quallen mir eine brennende Fässer. Juhu! Und wie geht's dir? Mir geht's gut, aber das Auto liegt am Dach. Komm, ich dreh dich um. Ich dreh dich um. Ah, das wäre angemessen. Ja, wieder ganz. Ja. So, kann ich direkt hier Black Bullets jagen. Ich krieg dich. Nein, verpiss dich. Ich nehm den Schub mit hier, dann. Ja! Nochmal. Du heilige Kacke. Nein, weg! Weg! Gib Stoff! Ja, wieso wollt. Was hast du gerade gemacht? Der Lotte springt bei mir im Rückspiegel rum. Ich dachte, ich hätte dich so von der Seite so ins gecatcht.
kriege ich gerade irgendwie keinen Schub. Ja, komm! Ich flieg durch die Luft! Und ich rutsch gerade seitlich in die Beschleunigungsgasse rein und flieg halt und rutsch halt wirklich einen halben Kilometer auf der Seite so. Ja. Keine Ahnung, wie das geht. Mal, was für ein Fahrzeug ich nehmen könnte. Panzer. Ja, du kannst spawnen. Geht auch. Ja. Komm, wir nehmen mal alle Panzer, oder? Ich würde aber lieber ich würde lieber kurz mal probieren, ob ich das Helikopterfliegen noch kann. Aber jetzt, dass wir die Strecke mit dem Little Bird abfliegen. Oh, das ist natürlich Hardcore. Ich glaube, die Beschleunigungsfelder oder die Tore sind, glaube ich, so 3 Meter hoch. Wäre also theoretisch schon machbar, dass man die trifft. Theoretisch machbar. Kann aber so sein, dass wenn du zu schnell bist, dass der das nicht registriert. Ja gut, mit 400 wirst du hier nicht vorbeifliegen. Wo ist der Little Bird hin? Den hatte ich doch gerade noch. Spawn einfach neu. Ja, ich meine, unter welcher Kategorie? Helikopter? Das ist nur ein Chinook. Der nennt sich, warte mal, CH-13? Ja. Nee. Der hat irgendeine Nummer. USFA ist es nicht. US Army. Dann geh ich mal auf NATO. Nee, nicht NATO. SOCOM. Helikopter. Ja, da ist er. Kann ich auch mit dem Rad umfahren? Man kann drüber stolpern. Du weißt, dass ich mir gerade überlege, diese Idee jetzt, dass du hier die Fahrzeuge beschleunigst, das könnte man ja eigentlich auch auf einem Surfer zum Beispiel verwenden, um zu simulieren, dass da Eis auf der Straße ist. So, wie ist das Steigen nochmal gegangen? Shift. Und mit Y, glaube ich, kommst du wieder runter, oder? Ja, hab's wieder raus. Mach mal die Positionslichter an, dass man dich besser sieht. Das ist kein Positionslicht. Also mit dem Fahrrad in die Beschleunigungsstrecke reinkommen, das tut ja richtig weh. Ja, du musst vorher lenken. Oh, das war's. Okay, das funktioniert. Das funktioniert gut. Ich hab da so einen schwarzen Punkt auf der Scheibe. Ich glaube, das ist einfach nur Dreck, aber das kann ich halt gut als Visier verwenden. Ja, nee, das ist auch dafür da. Das ist der gerade Ausflug. Okay. Beziehungsweise das ist die Markierung, wenn du das anvisierst dann, und schießt, da gehen die Raketen hin. So, warte, ich muss nämlich das Landen noch üben. Ja, ich meine, es gibt ja den Trick, dass du mit Auto, mit X auf jeden Fall den Schwebeflug einstellst. Kann es sein, dass Autos, die schwerst beschädigt wurden, beim Wiederreparieren nicht mehr betretbar sind? Also wenn sie zerstört wurden, dann kann das in der Tat sein. Okay, weil dann kann ich Snyder zumindest schon mal Bescheid sagen für die Zeugsmission, dass ich Helikopter fliegen kann. Ja, genau so hatte ich sie nämlich auch gesagt. Die wollen aber auch irgendwann... Wer schießt da auf mich? Ich glaube, der schießt auf mich hier, der Specki. Nee, du bist nur im Weg gewesen. Die wollen irgendwann halt auch... Wo ist denn der Specki? Am Ende der Startbahn hier, glaube ich, oder? Die wollen irgendwann halt anstelle von A10-Kass Apache-Kass anbieten. Was? Keine A10? Ja, du kannst auch A10 fliegen. So ja, A10 kann ich tatsächlich sogar ein bisschen fliegen. Ja, nur fliegen oder auch damit schießen und treffen? Schießen und treffen. Okay. Aber ich kann sein, dass es mir die Belegung umgeändert hat für die ganzen Raketen etc. Hm.
Ja, ich hab keine Raketen, ne? Gibt's Flares beim diesem kleinen Little Bird? Das weiß ich nicht. So, warte, ich versuche jetzt mal, ihr kennt ja diese klassische Notanlandung da. Ach, du meinst Autorotationslandung. Das war keine Autorotationslandung. Ja, ich hab's gemerkt. Das war einfach ganz klassisch von oben nach unten fallen. Ja, ich weiß nicht genau, es, wie das. Es gibt eine Übungsmission im Base Armor 3, da kannst du das üben. Da wird es auch genau erklärt und wird passend ausgesetzt, dass du es wirklich gut machen kannst. Der Trick ist ja praktisch, dass du nach unten fällst und im letzten Moment gerade ziehst, sodass du praktisch gleitend auf der Landebahn zum Stehen kommst. Also ja, cool. Weniger heftig wie das gerade, aber grundsätzlich so ähnlich. Ja, ich weiß schon. Warte, ich mach das lieber mal weg. So, warte. Musst du vielleicht doch nochmal üben, ne? Nee, das Ding ist, ich hab's gerade einfach viel zu schnell gemacht und konnte dann nicht mehr dagegen steuern. Also, das war jetzt einfach nur wirklich dumm. Ich gehe bloß mal als Zeus rein, weil ich will mir eine Osprey spawnen. Ich glaube, V44 heißt die hier, oder? Ja, die findest du. Die heißt auch nicht Osprey, die heißt gleich Blackfish oder so ähnlich. Ja, irgendwie sowas. So, warte, unter was waren die Flugzeuge? US Navy war es nicht. USAF war es, Flugzeuge. Ja gut, ich kann's ja mal... Nee, doch, A10. Das war der falsche Knopf. Moment mal. Wieso rufe ich einen Zeus, wenn ich Zeus bin? Du musst warten, das dauert manchmal 10 Sekunden, bis das er das assigned. Okay. Mann, wie ist das nochmal gegangen? Ach so. Nee, immer noch nicht. Ich bin doch auf dem Zeus-Slot, oder? Weiß nicht. Könnt ihr mich zum Zeus machen? Ja, du kannst. Das Einfachste ist, aber du gehst raus und kommst nochmal rein. Okay, machen wir so. Ich war da ganz primitiv. Ich habe halt einfach unten den untersten Zeus 3 Slot genommen. Ich hoffe, dass ich A10 noch fliegen kann. Das ist schon ewig, ja. Sollte eigentlich so funktionieren. Sollte so funktionieren, ja. Wir brauchen mehr Zeus Slots. Das wird hässlich. So, erstmal alt. So, gut. Wie geangelt ist an Toggle Mirrors? Motor an. So, musste man da nicht in Arme extra was belegen für die Waffen? Zum Durchschalten für die Laservisiere? Oh, ich sehe hier eine Fehlermeldung. Found no free Curator. Check Mission. Kann das sein, dass der unterste Zeus-Slot einfach nicht richtig belegt ist? Doch, die sind alle ausprobiert, aber das ja, so wie ich eben, oder eben hatte Coco ja auch die Fehlermeldung, dass er ein Bild nicht aufrufen konnte. Die kannst du normalerweise wegklicken, aber wenn so ein Zeus halt nicht zieht, das ist natürlich doof. Kann aber auch sein, dass er jetzt einfach durch die ganzen zerstörten Fahrzeuge hier einfach viel zu viel berechnen muss. Server Neustart. könnte helfen. Aber dann ist wieder Tag. Pass mal auf, ich versuche dich mal zum Zeus zu machen. Okay. Wo geht denn das überhaupt? Ich weiß es nicht, such mir das. Oh Gott, ja, diese scheiß Landebahn-Dinger da, die stören mich da. Das ist das Problem, warum ich gerade die ganze Zeit irgendwo nicht in die Luft komme. Jetzt müsstest du zu Zeus sein. Nee, hat er nicht gemacht? Nee, noch nicht. Nee, ich hör's pingen. Moment, jetzt ist es. Es hat tatsächlich jetzt aber eine Schrecksekunde länger gedauert.
Boah, wo starte ich denn mit der A10? Ich versuch's mal da so die Straße entlang. Also normalerweise würde ich sagen auf der Landebahn, aber hier ist einfach zu viel Schrott. Ich hätte ja. Eine Nachtsicht. Habe ich noch eine? Wenn es nicht abgeworfen ist. Kannst du auch im Zeus-Modus mit N durchschalten, glaube ich. Kann ich dir aber geben. Ui, ich habe eine Banane dabei. Das gefällt mir. Eine Banane? Und ein Lolli. Ich schätze, du hast nicht genug Platz. Du musst irgendwo mal ein bisschen frei machen, dann kann ich dir das... Nee, warte mal, ich kann dir das Nachtsichtgerät auch direkt auf den Kopf packen. Wieso kann ich jetzt nicht in die A10 einsteigen? Ah, jetzt. So, jetzt müsstest du eins haben, Specki. Danke. Ja. Zumindest in der Start- und Landephase werde ich garantiert nicht ohne Nachtsicht fliegen. Gerade mit der V44, weil das Ding ist ein bisschen eine Primadonna. Kann ich da irgendwo helfen, schießen? Ja, das Ding hat tatsächlich ein Geschütz seitlich dran. Ist übrigens ein ziemlich böses Flugzeug. Wenn ich einen Einstieg finde. Hallo, sie in. Ah, hier war gerade was. Hast du das mit oder ohne Besatzung? Wie fährt man nochmal die gutes Argument, ich schmeiß mal die Besatzung raus. Ich glaube, geh wie Gier. Ja. Also hier vorne links an der Ecke ist zumindest Fahrer. Co-Pilot, Reit-Dor-Gunner, hier ist der Hauptpilot. Hier ist an der Tür ist auch der Gunner. Das Einzige, was jetzt ein bisschen problematisch wird, ich habe ja jetzt hier keine 3D-Sicht, keine Rückansicht. Oh, wie ging denn das? Hey, ich habe hier eine Kamera, die ich steuern kann. So, die Frage ist, wie schalte ich da nochmal die Waffen durch? Das muss man belegen, glaube ich. Probier's mal mit den Zahltasten von 1 bis, weiß ich nicht. Also ich meine, es ist... Oder die Funktionstasten. Nee, mit 1 habe ich gerade den Motor ausgemacht. Ja, stimmt. Nee, das ist... ja, mit 2 machst du wieder an. Oh, das war die ich. Kräfte sind böse. So, ich wundere mich nur gerade, warum ich... da, Auto-Vectoring off. Das wird wahrscheinlich sein. Also nach links und rechts kann ich vielleicht 20 Grad schwenken. In der Höhe ist besser. Gibt's da sowas wie ein Ballistikcomputer in Arma? Für was? Für die Main Gun und für die Raketen. Das gibt in der A10, meine ich, wenn du mit Laser-Guided schießt, die Möglichkeit, dass du dann nochmal auf so einen Monitor guckst. Meinst du das? Ja, genau. Das weiß ich nicht mehr, wie du den einschaltest. Aber ich glaube, den kannst du auch nur einschalten, wenn der ein Signal auffasst. Da jetzt habe ich GBU-12 geladen. Ach so, das sind Bomben. Ja. Toll, mein Joystick ist auf dem Account nicht aktiviert. Na, dann flieg mal per Tastatur. Ja, ein Bombenvisier gibt's dann auch nicht direkt. Das musst du dann quasi aus dem Cockpit aus ansteuern. Ein bisschen mit einer geneigten. Ich versuch das mal. Blöde Frage, auf welcher Seite ist mit dem Ding die Kanone? Ich glaub links. Ja, nee, das hat ein Automatik. Du sitzt doch gerade in der Kanone, dann kannst du es mir ja sagen. Links meinst du? Ja, definitiv links. Das ist immer links. Dann werde ich mal schön im... Boah, das ist ja, vielleicht ein bisschen zu viel Schub raus. Okay, Ballistikcomputer für die Bomben ist automatisch drin. So, jetzt halt ich still, jetzt kannst du zielen. Ich? Nee, ich bin jetzt so gerade in der V44 mit dem seitlichen Geschütz unterwegs. Na, ich glaube, damit triffst du nichts mehr. Anflugwinkel ist scheiße. Ja, und ich kann auch nicht... senkrecht runter, also das geht nicht, ja, da kann ich aber was tricksen. Ich muss bloß ein bisschen Schwung aufbauen für ein schönes Manöver, was jetzt gleich kommt.
So wendig wie eine A10 bin ich nämlich nicht. Ups, was ist jetzt los? Ich hätte fast einen Flugabriss bekommen. Strömungsabriss bekommen. So, ich muss ein bisschen Schwung aufbauen, sonst wird das nichts. Ja, und in eine Linkskurve gehen. Boah, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich auf die Main Gun schalte. Ah, ich hoffe, das Ding schafft dieses Manöver, was ich hier gehört. Ja, jetzt hat's geklappt. Nee, das hat automatisch einen Ballistikcomputer, alles gut. Da. Okay. Oh, was war das? Haha, die halbe Karte hat geleuchtet. Genug A10 für heute. Ey, ich hab's nicht ausgeschaltet. In der einen Ortschaft. So, ich reduziere gerade die Geschwindigkeit. Ich glaube, da muss ich noch die Flaps raus, damit es hier ein bisschen. Ach, ich hab's Gear noch draußen. Das kann ja nichts werden. Flaps down. Da habe ich einen Mordstinitus, Alter. Down. Du hättest die Ohrenstöpsel reintun können. Jetzt müsstest du links den Flughafen mit unserem Fahrzeug. Ja, einen Schuss konnte ich drauf absetzen. Warte, aber ich könnte, in was könnte sitzt du drin? Osprey. In der Flakrad oder? Ach, ich sitze im Gunner, also ist die Seitenkanone von der Osprey. Wie heißt die hier? Blackfish. Kannst du ein bisschen zielen, geht da was? Ich sehe nicht mal, wo die Schüsse fliegen. Jetzt sehe ich sie. Ja. Und damit kann man schon ein bisschen Unfug anstellen. Moment, ja, doch, ich muss austarieren. Jetzt wirst du gerade nichts treffen. Ah. Ja, wenn du mal so gerade ausfliegst, kann ich den Flughafen hier nehmen. Trick 17, ich mache jetzt einfach mal Schwebeflugkarten, das müsste ja echt nicht funktionieren. Ups, jetzt habe ich's. Hey, da ist was explodiert. Ich glaube, ich hatte den Fuel-Truck getroffen. Kriegt den Tinnitus jetzt wieder weg? Dauert einfach eine Weile, oder reconnect. Oder heilen, heilen könnte auch gehen. Ja, heilen hat. Hast du auf die Entfernung eigentlich noch von der Vergrößerung, mit der du was siehst? Oh, ich kann vergrößern, ja. Na gut, ja, dann gehe ich mal Apache fliegen. Wie kann ich da drin die ganzen Lichter und so einschalten? Ich habe keine Ahnung. Mausrad drehen. Heb dir noch was für ein andermal auf. Ich wollte jetzt nämlich auch mal langsam ins Bett. Okay, das passt auch. Dann bringe ich das Ding jetzt noch geordnet zum Absturz. Das kannst du machen. Ja, so viel Zeit haben wir noch. Moment mal. Und was sagst du, Black Bullets? Ist das was für uns? Was? Sollen wir sowas nochmal spielen? Das ist schon lustig, ja. Ne? Das wäre eine Wir können halt nur nicht beliebig viele drauf. Irgendwann Autorennen. Macht der Server die Grätsche, ne? Weil das ist mein eigener Rechner hier und normalerweise habe ich dann halt noch einen Dedicated Server laufen. Oder den als Dedicated Server. Ach so, da brauche ich einen Gunner für einen Apache, ne? Ja. Das kann sein, ja. Du kannst aber irgendwie auch umschalten, dass du zumindest die Raketen vom Pilotensitz aus abfeuerst. Da gibt es irgendeine Einstellung. Auch am Mausrad, glaube ich. Take Gunner Control oder so ähnlich. Was wollte ich jetzt sagen? Wäre es denn vorstellbar, dieses Autorennen auf den 101. Server am Tage des Missionsendes zu integrieren? Du weißt doch, am Missionsende gibt es immer ein bisschen Quatsch zu machen. Kann ich anbieten, ja. Weil dafür wäre es allemal gut genug. Da müssen die Leute halt, wenn sie diese Autos fahren, die Waffen abgeben, weil sonst passieren wieder Unfälle, wissen es doch. Ja, ich meine, das ist doch eigentlich das Schöne dabei, oder? Dass man auch noch fahren und schießen kann. Ja, ja, aber am Anfang erlauben wir es. Du musst es ihnen erst nicht erlauben und dann dürfen sie. Ja. Ja, ich meine, da musst du natürlich auch genug Fahrzeuge haben und gerade die Fahrzeuge ziehen die Performance so dermaßen in den Keller. Und wenn ich die Fahrzeuge dann die Abstandhalter, ich habe immer so, ich glaube, 6 Reifen am Stück ist so ein Bauklotz. Davon habe ich, ich weiß nicht, unzählige, ich glaube 100 Stück oder mehr. Verbaut, um die Fahrstreifen zu trennen. Die alleine, glaube ich, ziehen die Performance schon in den Keller.
Ich habe jetzt vom Autopilot da das landen lassen, bin natürlich prompt in irgendein Fahrzeug gebumst, was da auf der Strecke rumstand. Aber wenn du jetzt hier links aussteigst, genau diese Reifen, meine ich. Mhm, genau. Ah, doch, jetzt wohl. Ne, das sind halt hier diese Abstandshalter. Mit einer C-130 wäre es auch mal interessant. Du meinst die C-130 mit eingebautem Geschütz? Genau, mit der 105 mm. Also da ist die Blackfish fast besser, weil die ist manövrierfähiger. Mhm. Hast du die nicht gesehen, was wir gerade gefahren haben? Wir können uns ja mal, wenn's. Du kennst sie wahrscheinlich auch, oder? Ja, klar. Und wenn nicht, dann kann man sie auch auf dem Testserver. Gehen wir mal hier runter, dass Rico seinen wohlverdienten Schlaf findet. Das habe ich noch nie gesehen, dass Amazon einen schönen Sternenhimmel hat. Abschüsse A10, A6 im Lilbert. Ihre Zivilistenabschüsse, Limousine. Das Witzige ist, der Sternenhimmel wird sogar korrekt dargestellt, abhängig von der Jahreszeit und Tageszeit.